ein Kreativer oder ein Freigeist bist, dann eckst du auf kurz oder lang immer wieder mal wo an, ja, weil diverse Grenzen du einfach halt nicht haben willst. Ja. Und das funktioniert halt dann im Prinzip nur, wenn du selber was machst. Ja. Mit allem Plus und Minus und mit allem Positiven und Negativen, was sich dadurch natürlich dann auch gibt, was man lernen muss.